Matti und ich haben uns für die heutige Sendung mit dem Thema Ungarn auseinandergesetzt. Im Speziellen geht es um die Lage verschiedener NGOs, also Nichtregierungsorganisationen in Ungarn. Und das würde ich das Wort direkt an Matti weitergeben, der Spezialist auf dem Gebiet ist. Ja, danke Rob. Und zwar wurde dieses Jahr das sogenannte Gesetz zur Transparenz von aus dem Ausland finanzierten Nichtregierungsorganisationen durchgesetzt. Das wurde von Viktor Orban eingebracht ins Parlament und besagt, dass Nichtregierungsorganisationen, die mehr als 23.000 Euro im Jahr an Hilfen aus dem Ausland bekommen, sich bei Gericht registrieren lassen müssen und in allen ihren Publikationen und auf ihrem Internetauftritt angeben müssen, dass sie eine vom Ausland unterstützte Organisation seien. Diese Auslandshilfen, das betrifft sogar die Europäische Union, die viele Organisationen finanziell unterstützt. Das heißt auch ungarische Organisationen, die zum Beispiel Geld von der Europäischen Union bekommen oder von anderen Ländern wie Norwegen, Island, Schweiz, Liechtenstein, müssen sich dann als vom Ausland unterstützte Organisation registrieren lassen. Das hat natürlich eine bestimmte Stigmatisierung an sich. Es geht natürlich darum, diesen Organisationen irgendwie ihre Kredibilität zu nehmen und sie als ausländische Agenten mehr oder weniger darzustellen, wie das auch bei dem russischen NGO-Gesetz schon war vor kurzer Zeit. Genau, und der europäische Direktor von Amnesty, John Dalhuizen, sagte zum Beispiel dazu: Versuche, dieses Gesetz als zum Schutz der nationalen Sicherheit notwendig darzustellen, können seinen wahren Zweck nicht verschleiern. Die Stigmatisierung, Diskreditierung und Einschüchterung kritischer NGOs und die Behinderung ihrer wichtigen Arbeit. Genau. Dabei geht es ja um Organisationen wie unter anderem Amnesty International Ungarn, oder? Ja, genau. Und was machen die jetzt damit? Ja, Amnesty ist natürlich gegen das Gesetz. Zwar ist Amnesty so groß, dass es damit gut klarkommen würde und keinen wesentlichen Schaden davon tragen müsste. Aber es gibt viele andere NGOs, die davon betroffen sind. Und deswegen versuchen große Organisationen wie Amnesty Ungarn diese Regelung irgendwie zu boykottieren. Und das heißt im Fall von Amnesty und zwei, drei anderen großen NGOs in Ungarn, dass sie dieses Label einfach nicht annehmen und sie hoffen, dass es auf ein Gerichtsverfahren hinausläuft und dann die Verfassungsmäßigkeit dieser Regelung irgendwie in Frage gestellt wird. Ja. Das erinnert ja an das andere Gesetz, das Viktor Orban dieses Jahr erlassen hat, das Gesetz zum Schließen von ausländischen Universitäten. Er hat dabei am 26. März 2017 ins Parlament einen Gesetzesvorschlag eingebracht und darin geht es darum, dass alle Universitäten in Ungarn, welche keinen Sitz in ihrem eigenen Mutterland haben, geschlossen werden sollen. In Ungarn gibt es 28 Universitäten, die nicht ungarischer Herkunft sind, von denen aber nur genau eine einzige Universität keinen Sitz im Mutterland besitzt. Das ist die sogenannte Central European University und das ist die einzige Universität, die genau dieses Gesetz, was theoretisch breit gefächert ist, betreffen würde. Es wird ja gesagt, dass sich dieses Gesetz direkt gegen diese Central European University richtet. Was ist denn da dran und warum sollte das so sein? Ja, da steckt ganz eindeutig Kalkül dahinter. Das ist auch ein bisschen eine persönliche Sache, weil die Central European University von dem ungarischen Staatsbürger, der aber in den US Milliarden gemacht hat, George Soros, gegründet wurde und Orban hetzt seit 2016 gegen ihn. So hat er damals gesagt, Soros sei Lenker einer Hintergrundmacht, welche illegale Migranten in Riesenzahlen nach Europa anliefere, um die Völker Europas ihres nationalen und christlichen Charakters zu berauben. Das ist also ziemlich rechtspopulistisch von Orban und er möchte damit zwei Dinge bekommen. Zum einen geht es um Wählerstimmen und zum anderen geht es um die Diskreditierung von George Soros. Das hat jetzt nicht nur Pluspunkte in den Umfragen für ihn zur Folge, sondern hat auch die Gesellschaft stark polarisiert. Und durch die Einführung dieses Gesetzes ist es zum ersten Mal seit vielen Jahren dazu gekommen, dass 70.000 Menschen auf die Straße gingen, um gegen die Schließung und das Gesetz und somit indirekt gegen die Regierung von Orban zu demonstrieren.
Ja, und auch in der EU hat sich was geregt, und zwar die Europäische Kommission, die hat aufgrund dieser beiden Gesetze, zuerst aufgrund des Hochschulgesetzes, was Rob gerade geschildert hat, ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Ungarn eingeleitet, und dann ein weiteres Vertragsverletzungsverfahren wegen des NGO-Gesetzes, weil die Europäische Kommission eben meint, dass diese Gesetze nicht mit EU-Recht vereinbar sind. Ja, jetzt die Person Orban ist natürlich in der EU ganz schön umstritten. Rob wollte noch kurz was zum Hintergrund von Viktor Orban erzählen. Also Orban ist jetzt ja seit 2010 zum zweiten Mal Präsident von Ungarn. Zum ersten Mal war er es von 1998 bis 2002, wonach er aber abgewählt wurde zugunsten einer eher linksgerichteten Regierung. Diesmal macht er es so ähnlich wie damals, nur er scheint mehr Erfolg damit zu haben. Er benutzt populistische Gesten und Meinungsmacherei, um dort in Ungarn an der Spitze sich halten zu können. Aktuell gibt es die Möglichkeit, dass bei der kommenden Präsidentschaftswahl 2018 seine Partei, die Fidesz-Partei, nicht nur ein weiteres Regierungsmandat bekommt, sondern alleine eine verfassungsändernde Zweidrittelmehrheit sich sichern könnte. Danke, Rob, für die Erklärung. Sehr gerne.